Recherchen betreibe ich nicht nur am Schreibtisch und in Bibliotheken, wie Sie sehen. Ich finde, als Autor schreibt man am besten über Dinge, die man selbst erlebt hat. Der neue Roman Drachenelfen ist ein Einstieg in eine neue Epoche. Es wird ein neuer Zyklus im Kontext der Elfenromane und ich erzähle dort die Geschichte der Frühzeit der Elfen beziehungsweise von jener Epoche, in der die Drachen das beherrschende Volk Albenmarks waren und die Elfen nur eines von vielen Völkern. Jedoch sind die Elfen das Volk, das die Drachen auserwählt haben, um mit ihnen das Geheimnis der Magie zu teilen. Die Hauptfigur des Romans wird die Elfe Nandali sein, jene Elfe, die die Drachen wegen ihres Talents auserwählt haben, um sie zu ihrer Meisterschülerin zu machen. Nandali beherrscht intuitiv die Kunst der Magie, allerdings vermag sie nicht kontrolliert, diese Kunst des Zauberwebens auszuüben. Ein zweiter Handlungsstrang erzählt die Geschichte des Bauern Artax, der auf wunderbare Weise zu einem Großkönig aufsteigt und einem der mächtigsten Männer in der Welt der Menschen wird, allerdings ein gewisses bäuerliches Gebaren nie abzulegen vermag, was durchaus gelegentlich zu grotesken Situationen bei Hof führt.